Nächstes haben wir die Batteria de Mascaras. Das ist eine Samba-Trommelgruppe, die den Samba aber gar nicht so ernst nehmen. Denen geht es mehr um bunte Farben, schrille Klänge und viel, viel Spaß. Eine Gruppe aus Eisenhüttenstadt übrigens. Und Fürstenwalde. Also eine brandenburgisch-berlinerische Kombination sozusagen hier. Und da sehen wir auch nur Handwagen, kein großer LKW, sozusagen eine sehr ökologische Gruppe. Sie sind zum 15. Mal in Folge beim Karneval der Kulturen dabei. Und sie werden auch gleich noch tanzen. Wir sehen ein paar Trommler und dazu wird eben wunderbar getanzt und da auch wieder viele bunte Farben, Federn. Wir sehen vor allen Dingen die brasilianischen Farben, grün und gelb. Und oh, die Tänzerinnen sehen ein bisschen aus, als ob sie frieren würden. Das kann ich gut glauben, aber bei der Bewegung, da wird ihnen hoffentlich gleich ein bisschen wärmer werden. Das war die Performance von Batteria de Mascaras.